Sagen Sie, was würden Sie dafür geben zu wissen, dass Ihre Tochter heute sicher nach Hause kommt? Fragte ich, während ich meine Krawatte richtete. Sie sah gebannt auf die drei Fotos, die ich vor ihr auf den Tisch gelegt hatte. Auf einem steigt ihre Tochter Susie in einen Bus, auf einem anderen sieht man sie auf dem Spielplatz. Und auf dem dritten nimmt sie einen Mann mit in seinen Wagen. Alles, flüsterte sie. Tränen liefen ihr Gesicht hinunter. Ich würde alles dafür geben. Das höre ich oft. Glücklicherweise möchte ich nur eine Sache. Ich öffnete meinen Aktenkoffer und holte ein kleines Beil heraus. Ihre rechte Hand. Ich starrte sie an, versuchte, sie zu lesen. Der Moment der Wahrheit. Sie starrte zurück, verharrte einige Sekunden regungslos, bis es ihr dämmerte. Zitternd streckte sie ihren rechten Arm aus. Bemerkenswert. Wirklich. Aber um sicherzugehen, dass sie es auch wirklich wollen, müssen sie es selbst tun. Ich wartete. Langsam reichte sie danach und griff das Beil. Sie atmete ein paar Mal tief durch und hob es an. Sie schrie und schluchzte, aber sie tat es. Ein paar Schläge später war ihre Hand abgetrennt. Wundervoll. Ich lächelte, als sie zusammenbrach, blutend und ihren Stumpf haltend. Ich nahm die Hand, das Beil und die Fotos und verstaute alles im Aktenkoffer. Rührend zu wissen, wie sehr sie sie lieben, sagte ich und meinte es ernst. Ich stand auf und wollte gehen. Warten Sie, keuchte sie. Was ist mit Susi? Ah, ja. Sie können sich glücklich schätzen zu wissen, dass ihre Tochter wie üblich um 3:30 mit dem Bus zu Hause ankommen wird. Ich habe sie selbst einsteigen sehen. Sie sah mich an. Ihre Augen weit geöffnet. Hä? Sie haben doch wohl nicht gedacht, ich hätte sie mitgenommen. Ich würde doch niemals ein Kind verletzen. Ich bin doch kein Monster.